Taste 3 gibt es auch ein Tempomat. Also da müsst ihr nicht die ganze Zeit auf W drücken. Manchmal geht er, wenn man das erste Mal drauf drückt, manchmal muss man zweimal drauf drücken. Gerade eben musste man wieder zweimal drauf drücken. Deshalb bin ich auch vom Gas gegangen von, an der Steigung, was man ja normalerweise nicht tun sollte. Wenn man halt dann seinen ganzen Schwung verliert. Sieht's aus mit unserem Kollege Semaschini. Ja, läuft bei dem Kollege Semaschini hängt jetzt aber gleich, so wie ich das sehe, bei uns da haben wir im Dings drin. Ah ne, reicht nur die Spur, reicht's nur vorbei. Ist egal, wir machen trotzdem jetzt kurz Pause mit dem. Weil, ich wollte gerade sagen, kann man nicht sein, dass er schon voll ist. So, dann machen wir den da nochmal klar. Nein. Der gelbe Flitzer. Das war der hässlichste von alle, aber irgendwie der beste. So, hier das kantige, eckige Teil, der Bührer. Eine Tonne vorne dran hängen, dass er da keinen Hochstarter macht. Sonst steht da einer nämlich mit dem Wheelie über der Ackerheize. So, dann müssen wir dann gleich mal nach unseren Bäumen schauen. So, das war's schon. Haben wir nur ein Tor gemacht. Jetzt müssen wir kurz nach unseren Bäumen gucken, ob die schon gewachsen sind nämlich. Rausgesprungen. So. Mhm. Ja, doch. Also die sind schon gewachsen. Das kann man schon sehen hier. Rechts das Blatt, rechts oben. Das Blatt. Mhm. Bei Retanne. Ja, die Nadeln rechts oben da, die neuen, die waren vorhin noch nicht dran, wo man pflanzt sind. Da habe ich nämlich genau drauf geachtet. So, der war nämlich Mittelfinger dick. Jetzt hat er dann unten schon fast der Daumen dicke. Also wie man sieht, die sprießen gnadenlos. Nee, Leute, Spaß beiseite. Es dauert echt ewig, bis das mal große Bäume sind. Echt ewig. Der hat es jetzt aber dann bald geschafft hier. Oh, wir müssen aus dem Weg mit unserem. Den da haben wir sauber nachgestellt. Läuft. Ah, halt mal falsche. Dem da müssen wir wegfahren. Ich glaube, der schafft es fast. Dass wir nicht mehr abladen müssen zwischendrin. So, wie geht's denn weiter? Was machen wir denn als nächstes? So, das Feld hier, das haben wir ja jetzt gesät und gedüngt gleich soweit. Dann ist jetzt die Frage, was können wir denn noch holen auf der Bank? Nämlich viel. Das hat er uns auf jeden Fall noch mal zweiter Acker umschauen. Definitiv. Und zwar, da haben wir ja noch, welchen Acker haben wir denn da noch? Die Nummer 10 ist recht klein. Der kostet aber, glaube ich, über 100.000. 30.000 haben wir. Checken wir mal die Preise. Und dann geben wir vielleicht nur eine Fuhre. Dann geben wir vielleicht. Mann, wir haben den da so saublöd nachgestellt. Da können wir jetzt eh mal da rein. Das Teil, das brauchen wir jetzt erstmal nehmen. Das sehen wir jetzt mal da in unsere Halle in Parke. Zack, nachgeschmissen. So. Dann machen wir jetzt einmal. Also ich glaube, der packt es voll. Wenn nicht, fahren wir mit dem kleinen Hänger rüber. Genau, das machen wir's. So machen wir's. Und zwar geben wir jetzt eine Fuhre Raps ab. Das kippen wir in unser Silo rein. Wie sieht's denn aus? Wie sind denn die Preise für Raps? So, oh.
Gerste ist der Preis hoch, oder so ein Zucker, nicht Zucker rüber, geben wir nicht ab. Wir sitzen Gerste 1,25. 1,27. Eins 35 in der Getreidemühle. Für der Dings kriegen wir 2,50 in der Getreidemühle für der Raps. Also beim Raps darf man sich nicht täuschen lassen, gell? Der ist auch, der hat auch, wie soll ich sagen, circa 30 oder 40% weniger. Oder vielleicht sogar fast 50, wenn man den abbaut, weniger Ergiebigkeit. Also, ihr habt dort von der Masse her weniger, als wie wenn ihr hier irgendeine Körnerfrucht abbaut. Ich werde jetzt trotzdem Gerste abgeben. Weniger Zeit. So, Befüllung starten und dann wählen wir aus, Gerste 16.574 Liter, wo war das jetzt nochmal, das war, Gerste hat er mal 1,35 war das, 1,35 in der Getreidemühle, wo war die, ach das ist schon gleich da unten. Können wir dann auch mal noch kurz auf Informationen schauen, wenn wir zurückkommen. Ob wir irgendwelche Aufträge haben. Aber am Anfang sind die eh fast nicht machbar, weil man da immer irgendwelche Maschine braucht, die man eh noch nicht hat. Und extra kaufen würde sich nicht lohnen, weil da muss man dann einen Frontlader kaufen und kriegt dann für den Auftrag 8000 Euro. Also da muss man erstmal das Fünffache, das Zehnfache investieren, damit man den Auftrag erfüllen kann. Also macht eh erst Sinn im späteren Bereich, wobei ich mich da dann frage, ob es wirklich Sinn macht, weil für 8000, ganz ehrlich, macht man dann vielleicht auch nur, weil man Spaß dran hat. Ja, häng ab. So, da müssen wir dann wieder fast 20.000 haben, also noch dazu, jo, mehr sogar. Dann holen wir mal Raps und den liefern wir auch hier ab. Schauen wir aber kurz noch auf unser Feld, was da abgeht. Okay, der ist fertig. Dann fahren wir auf Zeit, der hat drin 75%. Ja, das holen wir gleich mit dem kleinen Anhänger. So, dann lassen wir den hier voll fertig machen. Mit dem holen wir jetzt Raps. Wie man sieht, hier ist alles eine organisationstechnische Sache hier. Also es können die unter Umständen auch einen Stress ausarbeiten. Nein. So, schauen wir mal auf die Information. Ein wichtiges Laborexperiment wurde wegen einer ausstehenden Lieferung auf Eis gelegt. Holen Sie die Kühlbox und bringen Sie diese zur angegebenen Adresse. Ja, Frontlader mit Palettengabel. Wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt so ein Beispiel für 6.800 Euro. Pff. Lohnt sich doch nicht. Meiner Meinung nach.
zu Raps ist schwarzes Gold, sage ich euch. Ist echt so. Weil es ziemlich viel wert ist. Tja, der Acker, wo wir kaufen, der ist da oben neben dem Landmaschinenhändler. Und der hat dann schon eine annehmbare Größe, auf der man was ausstellen kann. So, seht unseren, schaut unseren Kontostand an. Ping! So. Naja, 95.000, jetzt kaufen wir uns den Acker. Ich sehe ihn schon. Der wartet schon auf uns. Muss man noch kurz gucken bei der Info, ob ich das schon umgestellt habe. Ja, also nochmal kurz für die, wo es vielleicht erst anfangen zu spielen. Also ich habe Zeitskalierung mal 15, also das ist mal 15 von der Echtzeit. Häufigkeit der Missionen alle 5 Minuten. Merke ich nichts davor irgendwie, und Pflanzenwachstum schnell und Pflanzen sterben aus, weil das fuckt übelst ab, wenn er dann mal nicht gleich dazukommt und eure Pflanzen sind dann verreckt. Aber alles umsonst. Das nervt schon ziemlich dann. Halt, auf Bank müssen wir erst noch. Haben wir den Euner weg. Ja, da können wir noch ein bisschen was holen. So. Ich glaube, so um die 110.000 kostet der Acker. Soweit ich mich da noch erinnern kann. So zurück. So, ja, Feld kaufen, 117.000, 3,9 Hektar. Okay, kaufen. Yeah! Perfekt. So, tun wir gleich mal hier mit unserer Sämaschine umsetzen. Und ich würde sagen, auf dem pflanzen wir Raps. Entschuldigung. Und ab geht er, der Peter. So, mit dem hängen wir jetzt mal wieder an. Und dann müssen wir, nicht mehr müssen, sondern dann lassen wir drüber nochmal kurz der Düngemeister drüber schießen. Ja, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann. Ja, ist klar, oder?
schmeiß ich das Gewicht weg. Und dann fahren wir mit dem Mähdrescher. Kurz da noch. So, den lassen wir jetzt noch kurz düngen. Was liegt denn hier? Hat er nicht sauber gearbeitet. Mei, mei, mei. Gibt's gleich mal Ärger. Da gibt's gleich mal einen Abzug. Lohnabzug nämlich. Ist zu weit. So, ich denke. Ich denke, so haut's noch. Jawohl, passt. So, mit dem Mähdrescher fahren wir jetzt hoch zum anderen Acker. Unterwegs sehen wir kurz an dem kleinen Anhänger kurz das, was wir jetzt drin hin ausladen, weil das ist ja nur Weizen. Und jetzt laden wir ja... So, nee, Quatsch, ich fahre mit dem nicht hoch. Ich bleibe mit dem hier, weil das hier ist vorher fertig. Und das ist ja... Was haben wir hier? Eipflanzgerste. Ja. Unsere Bäume. Ja, ist schon wieder gewachsen. Ja, Wahnsinn. Rohr ausfahren. Ja, schon. Schon annehmbare Größe der Ackers. Schaut mal unten auf meinen Verbrauch vom von der Samen, also vom Saatgut. Das backt auch bei mir. Da zieht es nie was ab. Können wir den auch schon mal rüberstellen. Und dann checken wir mal nochmal kurz die Preise, ob es sich noch lohnt, irgendwas abzugeben, weil wir haben ja noch ein paar Sachen in unserem Silo. Also die Kartoffeln und Zuckerrübe, die lasse ich mal noch liegen, weil manchmal ist bei der Abgabestelle erhöhte Nachfrage und dann kriegt man mal 1,5, also 50% mehr dafür. Und da warte ich lieber, bis da dann sowas erscheint, dass die erhöhte Nachfrage hin. So, den parken wir dann mal hier sauber am Rand, ausständig. Was machen wir mit dem? Der steht hier auch so nichtsnützig in der Gegend rum. Ach, kennt ihr das, wenn ihr mit dem Stuhl über euer Headset-Kabel fahrt und dann mit dem Kopf so schief dranhängt, weil ihr den Kopf nämlich gerade machen könnt, weil ihr mit dem Stuhl auf dem Kabel steht? Nein, kennt ihr nicht? Das ist mir gerade passiert. Zum Glück kein Facecam. Ja, Facecam hier leider nicht möglich, weil sonst müsste ich sie irgendwie unten in der Mitte oder unten oben platzieren. Und naja, ich weiß auch nicht, wie das rüberkommt. Aber muss ja nicht immer in Facecam sein. Es reicht euch ja, wenn ihr meine Stimme hört. Herr Rudisch. Sei erotisch. Was können wir denn als nächstes jetzt machen? Weil wir müssen jetzt ja schon ein bisschen warten, bis wir den Acker da abernten können. Und ich will auch nicht cutten. Also auch nichts rausschneiden. Was haben wir denn noch alles in unserem Depot? Schauen wir mal. Raps haben wir nichts mehr. Mais haben wir noch. Weizen. Wenn er das jetzt noch neu lernt, wären wir auch nicht voll. So, immer noch Mais. Gucken wir mal, was wir von denen kriegen. Aber Mais gibt es, glaube ich, nicht viel. Körnermais. 1,26. Oha, schaut mal, das sind fast 40 Cent Unterschied. Nicht fast, sondern das sind 40 Cent Unterschied. Ja, ich würde sagen, auf zum Depot. Depot. Ich starte beim Gardasender. Ab geht's.
Es wird Nacht, meine Freunde. Dark Knight. Los, gib Schubrakete. Mein Gold im Anhänger. Deshalb fahr so langsam. Sind alles kleine Goldnuggets. Schalten wir mal das Licht ein. Auf dass uns die Verkehrsteilnehmer, die uns auf dem Acker entgegenkommen, dass uns die aussehen. Da ist nämlich manchmal wahnsinnig viel los auf dem Acker. So ein Acker mit fast 120.000, der reißt schon ein. Da fängt man fast wieder bei Null an und einen Haufen Schulden auf der Bank. Wobei mir die ehrlich gesagt nicht wirklich jubeln. Ich weiß gar nicht, ob man da dafür Zinsen zahlt. Da müssen wir schauen. Können wir gleich mal auf unsere Informationen checken. So. Was haben wir denn da? Lohnzahlungen. Kreditzinsen. Null. Okay. Okay. Also, wenn wir eh nichts an Gebühren zahlen müssen, dann ist es auch egal. Dann können wir den Rest auch holen. Nee, dann heben wir mal auf für schlechte Zeiten. So, wir noch mal kurz gucken, ob alles klar ist bei denen. Nein. Ja, ist schon lang, gell, der Acker. Breit nicht so, aber eine gescheite Länge hat er schon. Eine gescheite Länge. Gescheite Länge, ne? Hat er schon. Oh, hab gar kein Licht da. Ist mir gerade aufgefallen. Jetzt sieht er mich auch da hin. Müssen wir auf so ein Auto drauf fahren, das steht wie ein Bomb. Da passiert überhaupt nichts. Uns der Bulldog, den wirft's voll rum. Aber das Auto, das geht kein Millimeter aus der Spur. Kann man nicht einmal abdrängen, nix. Oh, er hat auch gehalten. Das hat er Angst gekriegt. Kann man nicht auch irgendwie huben? Oh Gott, was ist das für Hube? Die hört sich ja wie von einem Trabi. Miep, miep. Jetzt bin ich auch noch. Wo bin ich denn jetzt? Hat sie fix eine Abbiegung verpasst vor lauter Hubesuche. Sind viele deutsche Autos hier unterwegs? Zum Beispiel, das ist ein Mercedes Sprinter, das hier ist ein Golf. BMW und Mercedes habe ich auch schon gesehen. Audi. Tja, warum wohl? Weil man die besten Autos sind, ganz einfach. Vielleicht kann man, schade, dass man sich da nicht nachbaggern kann. So Eihänge irgendwie, dass der einen mitnimmt. So, was wollte ich denn jetzt machen? Jetzt weiß ich es nämlich. Mal auf dem Acker gucken, wie es aussieht. Ja. Es wächst. Es wächst und gedeiht. Oh Gott, das dauert noch eine ganze Weile, meine Freunde. Dann wären wir ab hier mal cutten, weil es gibt jetzt einfach im Moment
nicht mehr zu tun, als zu warten. Dann sehen wir uns gleich wieder. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir hier die Frucht abernten. Bis gleich.